letzten paar Monate sind richtig schwer für mich und das kommt auch von euch, von den Medien auch so ein bisschen drum zu mir und ein paar von den Artikeln, die waren richtig brutal geschrieben, soll ich sagen, dass ich habe nicht erwartet, ich habe immer Kritik bekommen, wenn ich schlecht gespielt habe, das ist klar, aber so schlimm wie hier war ich noch nie. Und ja, das, was passiert ist, diese Training und ja, ich habe mich bei der Mannschaft entschuldigt. Ich habe gesagt, dass ich, genau was ich denke, dass ich hier gekommen bin, mit der Mannschaft zu kämpfen, nicht gegen die Mannschaft, gegen die Mitspieler. Und ich persönlich für mich will einen Strich machen und das alles, was letzte paar Monate passiert ist und auch diese diese Dings, was vor zwei Tagen passiert ist mit Jerry, hinter mir lassen, alles vergessen und für mich persönlich einen neuen Anfang zu machen, mit FC Luzern Erfolg zu haben. Und hast du das Gefühl, die Kollegen haben das so akzeptiert, wenn man jetzt Jerome zuhört, scheint es noch nicht endgültig gegessen sein. Wie war es mit den anderen Kollegen, wie hast du das empfunden? Na, das kommt nicht mit zwei Worten, dass die das akzeptieren müssen oder können. Das muss ich auch zeigen, dass ich das denke, dass ich klar mit mir bin und vielleicht werden das akzeptieren. Wie regelt ihr das mit der Rechnung? Wer bezahlt den Zahnarzt? Ich glaube nicht, dass es teurer gibt eine Unfallversicherung für das.